Karl Riwanhaupt, der ehemalige Chef von Tengelmann, verschwand im April 2018 unter mysteriösen Umständen in den Schweizer Bergen. Die Geheimakten zum Fall Tengelmann geben jedoch auch erschreckende Einblicke in die Hauptfamilie und offenbaren eine tiefe Zerrissenheit. Der Fall nahm bizarre Ausmaße an, als sehr hohe Millionenbeträge des Familienvermögens in Russland verschwanden und Verbindungen zu dubiosen Geschäftspartnern aufgedeckt wurden. Die Hauptfamilie zeigte sich während der Untersuchung extrem zerstritten. Nur 30 Minuten nach der Todesmeldung von Karl Riwanhaupt ging es nur noch um Geldthemen. Insbesondere wie seine Frau Zugang zu den Konten erlangen und ob sein Gehalt weiterbezahlt werden würde. Mit der Todeserklärung im Mai 2021 schien zunächst Ruhe in den Erbstreit der Familie eingekehrt zu sein. Doch die Auseinandersetzungen könnten bald wieder aufflammen, da Christian Haupt eine eidesstaatliche Versicherung abgab, die in bizarrem Widerspruch zu den Ergebnissen sowohl interner als auch externer Ermittler in Bezug auf das Verschwinden von Karl Riwanhaupt steht.